Was passiert, wenn ihr Schleim und Cola kombiniert? Oder wenn man Schleim und Erdnüsse kombiniert oder auch mit Popcorn? Seht euch diese und andere Rezepte von essbarem Schleim in unserem neuen Video an. Den beiden ist langweilig. Christy ist so gelangweilt, dass sie ihr Buch zum dritten Mal liest. Und Stevie hat schon angefangen, mit einem Einhorn zu sprechen. Das Einhorn ist ein lustiger Gesprächspartner. Aber Stevie braucht etwas Aufregendes. Er kommt mit etwas Seltsamem zurück. Es sieht aus wie ein riesiger Entsafter. Dies ist eine kulinarische Lotterie. Stevie hat eine Lotterie für alle. Die Regeln sind einfach. Schreibt die Namen der zufälligen Nahrung auf die Kugeln. Die Zutat, die man bekommt, wird die sein, woraus man ein Leckerbissen machen kann. Die kulinarische Show beginnt. Wir werden die Rezepte kochen, die für uns vorgeschlagen werden. Und die Bälle fliegen herum. Die Lotteriemaschine liefert das erste Ergebnis. Christy bekommt einen roten Schleim und Stevie bekommt Pommes. Wir fragen uns, wie sich dieses Duo entwickeln wird. Misch Tapioca-Stärke und Wasser. Fügt etwas Ketchup zu der Mischung hinzu. Und etwas rote Lebensmittelfarbe. Legt es in die Mikrowelle, damit die Tapioca dicker wird. Rührt es nach 30 Sekunden um und gebt es erneut 30 Sekunden in die Mikrowelle. Etwas Magie und es gibt Ketchup und Pommes auf dem Tisch. Wir dürfen unsere Fingerabdrücke gemäß den Hygienestandards auf Lebensmittel nicht hinterlassen. Wir müssen Handschuhe anziehen. Die Köche sind bereit, ihr erstes Gericht zu kosten. Taucht die Pommes frites in Ketchup ein. Es schmeckt nicht so gut. Vielleicht sollten wir den Servierstil ändern. Legt alle Pommes in den Schleim und vermischt sie. Es sieht aus wie ein Schlachtfeld, auf dem eine ganze Armee von Pommes frites besiegt wurde. Kartoffelschleim-Ragout könnte schmecken und besser aussehen. Lasst uns weitermachen. Ein Rätsel erwartet die Freunde in der nächsten Runde. Stevie bekommt eine geheime Zutat. Was kann das bedeuten? Christy hat eine Lösung. Sie hat Stevies Augen verbunden. So wird jede Zutat automatisch zu einem Geheimnis für ihn. Und jetzt lass uns experimentieren. Wie wär's mit etwas Müsli? Es scheint, als würde Stevie dieses Produkt mögen. Er ist immer noch ein Feinschmecker, auch wenn er die Augen verbunden hat. Und Christy hat sich selbst einen weißen Marshmallow-Schleim gemacht. Schmelzt weiße Marshmallows in der Mikrowelle. Fügt Maisstärke hinzu. Mischt dann den Schleim. Es dehnt sich gut, aber es reißt ein wenig. Stevie kann diesen schneeweißen Schleim nicht ausstehen. Lasst es uns mit Schokoflocken vermischen. Stevie lenkt Christy ab und steckt Frühstücksflocken direkt in den Schleim. Christy hat nicht erwartet, reingelegt zu werden. Aber die Kombination aus Frühstücksflocken und weißem Schleim ist überraschend großartig. Stevie hat ein Gefühl fürs Essen und trotzdem lehnt er es ab, sein Produkt zu probieren. Die beiden halten den Atem an. Sie warten darauf, was sie dieses Mal bekommen werden. Stevie bekommt etwas Weißes und Christy bekommt Tic Tacs. Sie werden auf jeden Fall etwas ungewöhnlich Leckeres machen. Schmelzt Kaubonbons in der Mikrowelle. Fügt Maisstärke hinzu und mischt den Schleim. Dieser Schleim braucht einige Anstrengungen, um sich auszudehnen. Aber er reißt nicht. Stevie verwandelt seinen Ball leicht in einen süßlich riechenden, schleimigen Schleim. Und Christy fügt Tic Tacs zum Ball hinzu. Das nennen wir echte Kochmagie. Jetzt müssen wir die Zutaten nur noch mischen. Dieser Schleim ist wirklich sehr dehnbar. Stevie wickelt den Schleim leicht um sich. Tic Tac Schleim erwies sich als ziemlich nett. Man kann damit eine Menge Spaß haben. Es ist eine Lotteriepause. Cola kühlt sie ab. Aber sie wollen wissen, was die Lotteriemaschine sonst noch für sie bereithält. Lasst uns noch einmal spielen. Es zeigt uns Cola und Bonbons. Wie interessant. Gebt zu Cola-Weingummis Lebensmittelfarbe hinzu. Schmelzt es dann in der Mikrowelle. Fügt der gummiartige Masse Maisstärke hinzu.
und misch den Schleim. Christi liebt diesen Cola-Schleim. Es dehnt sich in allen Richtungen. Und der Geschmack ist gut. Aber hier fehlt etwas. Stevie weiß, was es ist. Cola-Weingummi. Jetzt ist dieser Schleim wirklich kreativ und extrem lecker. Christi lässt Stevie ihre gemeinsame Erfindung ausprobieren. Sie lieben es, essbare Schleime zu machen. Und es schmeckt dazu auch noch ziemlich gut. Die Lotteriemaschine ist wieder im Spiel. Was kommt wohl diesmal? Wir warten auf das Ergebnis. Wir bekommen etwas Klares und Glitzerndes. Einige Feen müssen die Ergebnisse manipuliert haben. Und die Zutaten erscheinen bereits auf den Tisch. Eine mysteriöse Masse und viel Deko. Misch Tapioca mit Wasser. Füg Lebensmittelglitzer hinzu und rührt es um. Schmelz es in der Mikrowelle, so dass es zu Gelee wird. Fügt etwas Wasser hinzu, damit der Schleim nicht an euren Händen haftet. Knetet den Schleim. Dieser Schleim mit Tapioca-Kugeln sieht aus wie ein Alien von einem Quallenplaneten. Es dehnt sich fast nicht aus. Und es zerfließt in den Händen. Sie sind fertig und tauchen ihre Hände in den Schleim. So sieht eine Quallenmassage wahrscheinlich aus. Dieser Schleim braucht etwas Deko. Lasst uns etwas hinzufügen. Bedeckt es mit farbigen Streuseln und ein paar essbare Perlen. Stevie lässt es farbenfroh regnen. So wird es bestimmt schmecken. Der Regen hat diesem klaren Schleim sicherlich etwas Farbe hinzugefügt. Aber es schmeckt noch nicht ganz. Machen wir uns bereit für die nächste Runde. Die Lotteriemaschine mischt die Kugeln und gibt uns Erdnüsse und Käse. Dies ist eine tolle Kombination. Schneidet etwas Käse, der gut schmilzt. Legt es dann in die Mikrowelle. Nehmt die Masse heraus. Wir haben einen ausgezeichneten Schleim. Es ist weich und elastisch. Es dehnt sich perfekt aus und reißt nicht. Nur ein bisschen Magie. Und ein Käseschleim liegt vor uns. Es sieht so lecker aus. Es erstreckt sich so sehr, dass es eine ganze Pizza abdecken könnte. Und es schmeckt toll. Stevie schlägt vor, das Sahnehäubchen hinzuzufügen. Er gibt einige Erdnüsse mit Wasabi, Käse und Paprikageschmack hinzu. Die beiden kneten einen Käseschleim. Sie probieren ihr Ergebnis aus. Sie haben einen ausgezeichneten Snack gemacht. Dehnbarer Käse und knackige Nüsse sind eine gute Kombination. Die Lotteriemaschine hat diesmal einen tollen Job gemacht. Christi möchte die Lotteriemaschine selbst einschalten. Was ist, wenn sie etwas Besonderes bekommt? Und das Glück lässt sie nicht im Stich. Christi holt einen Ball heraus, wo Nutella draufsteht. Und Stevie bekommt ein Marshmallow-Ball. Es scheint, dass dies die süßeste Runde von allen sein wird. Fügt Nutella zu Marshmallows hinzu. Schmelzt es dann in der Mikrowelle. Mischt den dehnbaren Schleim mit einer braunen Farbe. Es erstreckt sich wunderschön zu einem dünnen Streifen. Die Zutaten erscheinen in den Händen der Köche. Schokoladenschleim und Baby-Marshmallows. Aber Christi glaubt, dass dem Schleim etwas fehlt. Zum Beispiel eine Marshmallow-Füllung. Sie hat ihre Entscheidung getroffen. Wir ziehen Handschuhe an und kombinieren die Zutaten. Wie wäre es mit einer Schokoladengesichtsmaske? Die Haut wird geschmeidiger und das Lächeln wird breiter. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Setzt die Mini-Marshmallows in den Schleim. Verteilt es. Und der beste Teil daran ist, dass wir es probieren können. Diese doppelte Belohnung bekommt eine Bestnote. Die kulinarischen Kritiker sind sehr zufrieden. Und was wartet jetzt auf uns? Christi schaltet die kulinarische Lotteriemaschine ein. Die Bälle wollen uns mit Zutaten überraschen. Komm schon, beeil dich! Es scheint, als ob das Produkt von Stevie bereits aus der Maschine geflogen ist. Und es ist Popcorn. Und was bekommt Christi? Starburst. Nicht schlecht. Schmelzt die Kaubonbons in der Mikrowelle. Fügt der Maisstärke hinzu. Und mischt die Masse.
Dieser Süßigkeiten-Schleim ist dick, aber er ist immer noch dehnbar. Und es hat eine leichte Pastellfarbe. Unsere Lotterie ist wirklich sehr magisch. Deshalb legt Stevie den Ball in einen Popcorn-Eimer. Und womit wird Christy uns überraschen? Ihr Ball wird zu einem leckeren Bonbonschleim. Die Freunde beschließen, ihre Produkte zu tauschen, weil Stevie Schleim sehr mag und Christy Popcorn. Es geht aber noch besser, weil die beiden Leckereien kombinierbar sind. Essbarer Schleim ist eine großartige Basis für Popcorn. Also kombinieren wir jetzt Schleim und Popcorn. Dieser neue Schleim verdient mit Sicherheit einen kulinarischen Preis. Wie fandet ihr unsere Schleimrezepte? Dann schreibt uns, was ihr zum Schleim hinzufügen würdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst.